Hallo Apradix, mein Lieber. Moin, moin. Na, mein Lieber, wie geht's dir? Schön, dass du da bist. Das klingt gut, Herr Predix, mein Lieber. Lass dir dein Pfeifchen schmecken und schön, dass es bei der Arbeit flutschen tut, quasi. Bei mir, ja, auch. Also, eigentlich geht's mir gut. Muss ich ehrlich sagen. Ist zwar ein bisschen auch alles nicht nur einfach, aber mir geht's gerade eigentlich tatsächlich vergleichsweise echt gut. Nur das mit dem Schlafen ist immer noch ein bisschen tricky. Aber morgen ist ja frei. Morgen werde ich einfach wahrscheinlich genauso wenig schlafen wie heute. Aber theoretisch gesehen hätte ich die Möglichkeit, mehr zu schlafen. Oh man, Herr Predix, das ist total unterschiedlich so. Also, um es mal zum Beispiel heute klar zu machen, ich bin heute Morgen erst um 12 oder vielmehr heute Mittag erst um 12 ins Bett gekommen. Oh, hey Kyra, Liebes. Oh mein Gott. Du hast keine Ahnung, wie sehr du damit den Finger in die Wunde legst, sozusagen. Oh Mann. Und ich wünschte mir sehr, ich hätte darauf eine vernünftige Antwort. Einen wunderschönen guten Morgen, Sandulis. Bist du gerade aufgewacht oder was? Nein, nein, Kyra, alles gut. Wie gesagt, ich fühle dich da nur sehr. Das ist halt das Verrückte. Eigentlich, boom, Baby. Hallo DM, mein Lieber. Hallo, Aileen. Nochmals danke für deinen Follow bei Insta. Ich glaube, das Einzige, was halbwegs ein bisschen tröstet, aber das wird genau das sein, was du versuchst auch, mit der Person möglichst viel reden, dank der Technologie des 21. Jahrhunderts kann man sich dabei sogar sehen. Und im Endeffekt das Einzige, was aus meiner Erfahrung wohl helfen würde, aber keine Ahnung, ob es, also, ne? Aber ist eh obsolet bei mir, ist irgendwann mal die Person zu sehen. Alles andere wüsste ich nicht, was hilft. Aber bis dahin kann man nur über Kommunikation versuchen. Und mein Tipp ist, versuchen, nicht zu sehr durchzudrehen, also nicht durchdrehen, nicht im Sinne von verrückt werden, sondern dass man emotional da nicht zu sehr sich reinwuchtet. Du bist seit 8 Uhr morgens früh, wie gesagt, ich bin um 12 erst ins Bett gegangen und dein Trollen war dann erfolgreich, mein Lieber. Ich hoffe, du hattest einen angenehmen Tag. Auch da fühle ich dich total, liebe Kyra, ne? Also, ich bin auch ein super emotionaler Mensch und genau das ist mein Problem. Du hast tatsächlich wenigstens, du kannst mit deinen Hundis tatsächlich wenigstens kuscheln. Ich muss irgendwie, keine Ahnung. Ja, mein zweites Kissen, so nach Motto nehmen, aber Ja, nice, Alien. Aber das ist ja auch legitim, ey. Wenn du um 5 wach warst, dann zur Schule gegangen bist und danach zu pennen, ist doch absolut legitim. Guten Abend, Lord Lucifer. Schön, dass ihr da seid. Es geht gerade um das Vermissen von Personen, die räumlich so weit weg ist und die man dann tatsächlich selber noch nie gesehen hat und wie man damit umgeht.
Na, siehst du, liebe Kyra. Vielleicht kannst du dich sozusagen ein bisschen damit trösten, ganz viele Leute haben nicht mal deine beiden Chaoten, weißt du? Absolut, Lucifer. Naja, aber gerade in diesen Zeiten der technologisierten Gesellschaft, wie gesagt, man kann heutzutage teilweise tatsächlich jemanden kennenlernen und viel Zeit mit der Person verbringen, etc. pp. Und sogar irgendwann Emotionen für die Person entwickeln, obwohl man sie einfach, also real-life-mäßig einfach nie gerochen hat, nie angefasst hat. Und es gibt ja, dass man riechen meint, ich hatte sich ernst, es gibt ja nicht von ungefähr den Spruch, dass man sich irgendwie nicht riechen kann oder so. Also so eine Sachen sind ja auch wichtig für den Eindruck, den du von einem Menschen kriegst, etc. pp. Und trotzdem ist es so verwirrend, durchaus irgendwie passiert das, dass man tatsächlich für jemanden Emotionen anfängt zu entwickeln, den man bestenfalls per Video sieht, vielleicht sogar nicht mal das so. Manchmal ist es nur geschriebene Worte und irgendwann vielleicht Telefonate oder so. Schon sehr verwirrend. Oh, Mansan, du lässt die ersten richtigen Kontaktlinsen. Sehr krass. Ich weiß noch, wie es bei mir war. Das ist so wie von SD auf HD wechseln. Es ist total crazy. Viel Spaß mit dem neuen Sichtfeld in die Welt, mein Lieber. Und ansonsten war mein Tag eigentlich auch relativ angenehm. Ich habe mir heute tatsächlich, was ich ganz lange nicht mehr gemacht habe, von einem meiner Lieblings-Shawarma hier um die Ecke, Shawarma besorgt. Und bin voll gefressen und rund. Und jetzt freue ich mich auf den Abend mit euch, ihr Süßen. Ah, ja, liebe Kyra, siehst du mal, das ist doch, das ist so geil, ne? Dass du tatsächlich das als emotionale Stütze hast, weißt du? Ja, klingt auch super, Anandulis. Wie gesagt, Beschwerden geht anders. Und einen anderen Vorteil hast du auch noch, liebe Kyra, ne? Dass du jemanden hast, der dich genauso zurückvermisst, ne? Da gibt es ja noch die Situation, genau wie früher in der analogen Welt, sag ich mal, gibt es ja noch immer noch die Szenarien, wo sich einer an den anderen auch digital verguckt und das dann auf Einseitigkeit dann beruht, was die Sache ja auch nicht einfacher macht als früher. Absolut, Lucifer, ne? Das ist halt schon ziemlich. Also, ja, es ist für mich sehr, sehr, sehr verwirrend gewesen, das kennenzulernen. Ja, einseitig, ja, manche sind da ihr Leben lang mit unterwegs, ne? Wie gesagt, liebe Karl, es freut mich wirklich sehr, dass der Dandy seit 2,5 Jahren an deiner Seite ist und dass ihr zusammen da so durch dick und dünn gegangen seid und du dich total auf ihn verlassen kannst. Das ist einfach wirklich ein unbeschreiblicher Schatz, den du da hast.
Und falls man es am Titel nicht vielleicht schon mitgekriegt hat, wir werden Code Vein hinter uns lassen. Ich habe ja mitgekriegt, wir haben jetzt, glaube ich, 4 Bosse gemacht oder was. Und es gibt insgesamt wohl 18 in dem Game und no, Sir. Ich habe auch mitgekriegt, dass eine Menge Leute tatsächlich da auch nicht gerade wirklich heiß auf das Game sind, so. Deswegen, wir werden heute tatsächlich mit Horizon Zero Dawn anfangen. Oh Mann, Kara, das klingt... Ist auch wieder so eine bittersüße Geschichte, ne? Das ist tragisch, dass dieses arme Wesen durch so viel Elend durch musste. Aber schön, dass er bei dir dann halt einen sicheren Hafen gefunden hat. Horizon Zero Dawn ist dieses Open-World-Ding in der quasi postapokalyptischen Zukunft, wo es diese Mischung mit den Roboter-Dinosaurier, das Ding, wahrscheinlich klingt da am ehesten was. Guten Abend, Tiger, mein Lieber. Ich hatte es damals schon angefangen zu zocken, als es damals rauskam, liebe Kara. Also, ich mochte es damals sehr. Aber damals war das halt häufig so, dass ich dann Sachen aus verschiedenen Gründen dann halt immer nicht weiter verfolgt habe. Das ist einer der tatsächlich coolen Nebeneffekte mit dieser Streamerei, dass ich die Games, die ich jetzt anfange, tatsächlich durchrocke. Siehst du, Sandulis? Ich wusste bei Roboter-Dinosaurier... Erkennen die meisten dann, welches Game gemeint ist. Wenn der alte Mann schon wieder die Flasche auf der anderen Seite hat stehen lassen. Und ich meine aber nicht mich, ich sitze ja hier. Ja, nice, Andulis. Ich hoffe, es läuft gut in Ark. Oh Mann. Aber schön, wie gesagt, dass das Band zwischen dir und ihm so stark geworden ist. Oh Mann, Lucifer, das ist richtig mies. Oh Mann, und dass das einen dann so lange irgendwie fesselt, kann ich sehr gut verstehen. Yo, Olo. Wunderschönen guten Abend. Viel Erfolg dabei, Sandulis. Es ist ganz okay. Es ist ganz okay, lieber Olo. Wie ist es bei dir so? Ey, bestraf mich. Wunderschönen guten Abend. Aber, liebe Kyra, lass... Ich verstehe die Angst, die du da hast, so klar. Aber lass doch das nicht so, Lass es nicht so als Schatten immer über diese schöne Dreisamkeit, die ihr habt. Das ist ja keine Zweisamkeit. Dreisamkeit, die ihr habt. Lass es doch nicht, weißt du, da immer so als Schatten drüber. Genieß doch einfach die schöne Zeit mit den beiden und schieb das andere zur Seite. Das Leben, wie gesagt, wird den Schatten von sich aus wieder auf dich werfen.
Oh, nice, Olo. Da musst du mal demnächst in Ruhe berichten. Oder kannst auch hier, wenn du magst, wenn du es eben kurz zusammenfassen kannst, kannst du ja mal sagen, was so alles bei dem Treffen lief. Ja, bestraf mich. Nice one. Aber Flachwitze Freitag ist es am Freitag. Obwohl, fair enough, bei uns ist jeder Tag Flachwitze Freitag, von daher immer her damit. Absolut, liebe Kyra. Und Herrschaften, wir müssen demnächst mal tatsächlich, also mit wir meine ich mich. Ich muss tatsächlich die Tage mal checken, wie das mit diesen Watch-Partys ist. Wie man das machen kann und etc. pp. Also jo, da müssen wir mal, da müssen wir Looky Looky machen. Watch Party soll ich nicht machen? Darauf warte ich. Na, Kyra, es gibt schon ein paar Ideen, wie man das bewerkstelligen kann. Keine Sorge. Guten Abend, UC Streamer, mein Lieber. Bin ja nicht doof. Hi, Twix. Wunderschön. Genau. Geheimlich, geheimlich, liebe Kyra. Beziehungsweise der Chat ist nicht doof. Wie gesagt. Es sind Lösungsansätze vorhanden. Okay. Nice, Solo. Klingt nice. Und auch ein interessantes Thema tatsächlich. Yo, Twix, der Vibe von Vayne ist einfach nicht gelaufen. Deswegen fangen wir mit der Horizon heute an. Und ich muss sagen, ich finde das Game auch tatsächlich dröge. Es ist wirklich kein. Also, ich habe ja wirklich keine Dark Souls Games wirklich gezockt. So richtig, aber ich habe vielen Leuten dabei zugeguckt und Code Vein ist wirklich, glaube ich, ein ziemlich schlechter Ableger der Sparte. Ich habe The Search, fällt mir gerade ein, noch in der Bibliothek. Ja, Olo, heute werden wir mit Eloy loslegen. Also, falls du spoilertechnisch das meinst, Olo, ja, da musst du wohl dir die Finger sperren, mein Lieber. Das ist dann voll so. Und nur nochmal fürs Protokoll, Herrschaften, weil wir ja gerade so schön unter uns sind, in kleiner Runde.
Wir haben die 1700 Follower geknackt. Jetzt ganz offiziell, würde ich sagen. Und auch die 33.000 Views und so. Oder so, lieber DM. Alter, das sind so verrückte Zahlen, das gibt's einfach gar nicht. Danke, ihr Lieben, by the way, dafür. Danke, User Streamer. Na, um halb legen wir los, würde ich sagen, Twix. Mal noch ein paar Leutchen die Möglichkeit geben, ranzukommen, vorher nochmal auf Toilette zu gehen, was zu knabbern zu organisieren, gegebenenfalls Opfergaben vorzubereiten, man weiß es nicht. Da ich die Expansion nicht habe, ist die Antwort wohl nein, Lolo. Aber ich weiß nicht, ob ich mir die nicht zwischen... Also, ist die Expansion so, dass sie tatsächlich hinten ranhängt sozusagen, oder würde sie theoretisch gesehen dazwischen passen? Natürlich denke ich an alle, werte Lucifer, ich bitte dich. Kyra, yummy, yummy. Man hat es ja im Discord gesehen, ich hatte gestern diese Rahmen aus dem Rahmenladen, der ja seit ein paar Wochen bei mir tatsächlich hier im Hinterhof verrückterweise aufgemacht hat. Guter Gott, ist das lecker. Herrschaften, wo ich halt gebratene Nudeln und Ente höre, ne, wenn ich sofort wieder... Und die machen halt die Nudeln selber und so, absolut, absolut Knaller. Tja, Kyra, komm ran, dann kriegen wir das hin. Ja, Lucifer, dass du Lust hast, das ist mir wohl klar, wa? Ich hatte heute Shawarma tatsächlich DM. Kein Donatella und auch kein Shawarma-Teller, aber Shawarma habe ich mir heute gegönnt. Und Twix mit Sushi, nice. Was ist so deine Lieblings-Sushi-Nummer? Oder deine Top 3 oder so? Oh, Lucifer, was... Wovon musst du dich denn erholen, mein Lieber? Gute Besserung und viel Kraft bei was auch immer. Naja, dann, liebe Kyra, würde er uns die anderen Idioten vom Halse halten. Finde ich gut. Also immer her damit. Lachsmaki. Klassisch lecker. Gönn dir. Mich kannst du ja mit Lachs jagen, ne? Badumtsch, Olo, by the way. Autsch, Luzi. Gute Besserung, Mann. DM hier bei dem auch, der hat so angebratene Zwiebeln. Oh mein Gott, die sind mit Knoblauch drin. Oh mein Jesus.
DM. So geil. Und hier kostet auch so ein Pot zwischen 10 und 12 Euro. Das sind echt große Bowls. Wuh, Baby. Mm. Und wirklich selbstgemachte, so gute Nudeln. Na, Lucifer, jetzt hast du ja uns, um dich ein bisschen zu bespaßen. In ungefähr einer guten Minute geht's dann auch bis mit Content los, anstatt nur meiner Visage. Sehr kreativ, ne? Das muss man ja schon zugestehen, der lieben Kyra. hi. Ja, nee, habe ich auch gehört, das ist wohl ein sehr spezieller Geschmack. Au, Lucifer. Au. What the fuck? Wie weiterhin gute Besserung, Mann, Bruder. Jesus. Was macht ihr alle für einen Scheiß, Mann? Du bist der verdammte Prinz der Hölle, so. Da musst du so auf dich aufpassen, Mann. Wer schmeißt den Laden jetzt eigentlich? Was soll denn da Quark? Kein Wunder, dass die ganzen Arschlöcher hier oben hängen. Das ist es, weil du einen Unfall gebaut hast, haben wir die ganzen Arschbacken hier oben. Na, GG. Danke dafür, Lucifer. Na, ich hoffe, die Fahrt hat sich wenigstens gelohnt. Oh, Herrschaften. 30 ist durch. Wir legen los mit dem Game. Bitte halten Sie jetzt Ihre Schlüpper fest, wenn Sie fahrlässigerweise welche anbehalten haben. Whoop. Ah, scheiße, Luzi. Das ist mies, Mann. Aber gut, dass es dir so weit gut geht, dass du jetzt hier bist und so, ne, mein Lieber? Außer das Devil ist kein Devil. Na, wenn du das sagst. Was? Wie? Erweiterungsprogramm. Also, ab jetzt im Play, nicht so. Will ich nicht. Interessiert mich nicht. Ach, guck mal. Ich hab's sogar auf Deutsch. Na, Herrschaften. Okay, warte mal. Einstellung. Wie ist die Lautstärke von The Musiche? Okay, das ist alles auf Hochdeutsch. Dialogsprache ist weiterhin auf Englisch, Herrschaften. Gesprochen wird auf Englisch. Die Textsprache ist aber auf Deutsch. Untertitel sind an. Sehr schön. Helligkeit mach ich mal ein bisschen hoch. Kopfschmuck lassen wir erstmal an. Schwierigkeit ist schwer. Oh, wow. Es gibt einfach. Wir versuchen mal auf sehr schwer. Nicht ultra schwer, wir versuchen mal sehr schwer.
So, wir müssen dann mal auch gucken, wegen der Lautstärke vom Game, ob das dann ausreicht, sonst mache ich es noch ein bisschen lauter oder so. So, das sieht doch alles gut aus, zurück. Und wir starten dann neue Spielerschaften. Achso, hier muss ich das, kann ich auch noch stellen. Ich versuch's einfach auf sehr schwer, weil, wie gesagt, man kann es ja einfach umstellen, ne? Offensichtlich in den Einstellungen. Und ich möchte euch doch ein bisschen was bieten, Herrschaften. Oh Mann, Lucifer, es tut mir leid zu hören. Aber mein Lieber, ich drück dir die Daumen, dass alles besser wird und lass sie von so einem wie mir sagen, tatsächlich, mein Leben hat sich innerhalb von einem Jahr so krass achterbahnmäßig mehrmals überschlagen. Aber ganz ehrlich, auch wenn man es mir vielleicht momentan gerade nicht so gut ansieht, weil ich ein bisschen übermüdet daherkomme, ich bin tatsächlich sehr nah daran, sehr glücklich zu sein. Und vor genau einem Jahr, um es jetzt einfach mal ganz platt auszudrücken, will jetzt da kein großes Fest drauf aufmachen. Für die Leute, die mich erst jetzt kennen, für die ist das neu, andere wissen das schon. Vor quasi genau einem Jahr hätte ich mir beinahe das Leben genommen. Und jetzt guck mich an. Deswegen so einfach durchhalten. Nach Regen kommt tatsächlich Sonnenschein. Keep it going, baby. So, Herrschaften. Sehr schwer. Let's go. Ja, by the way, Kyra, ja, natürlich nicht immer, ne? Wir reden über das Leben. Aber im Großen und Ganzen einfach tatsächlich, also ich, wie gesagt, wenn ihr mich länger kennen würdet, sozusagen mehrere Jahre, dann wüsstet ihr, wie sehr es mich, also wie sehr ich mein altes Ich mir auch nur sagen würde, ja, Alter, halt einfach das Maul. Aber es ist tatsächlich so. Ja, UC Streamer, kein Ding. Also das ist eins der Sachen, die mir wichtig sind tatsächlich. Aloy! Aloy! Dass Leute auch von mir, von meiner Seite aus sehen. Wir sind fehlbar, wir sind verletzlich, wir sind emotional, menschlich. Danke, Lucifer. Now go and see if you can find some more. Well done, that's a good boy. Children, come with me. She's an outcast to be shunned. Ist die Lautstärke so gut? Oh, come on.
don't hear me. Some kind of cave? Nee, Tux, davon hatte ich nichts gehört, tatsächlich. Nice one, Luzi, by the way. Oh mein Gott. Okay, let's go. Oh, Ratte. Ratten sind Freunde, kein Futter. Hey, Rico! Na? Wie geht's dir? Schön, dich mal wiederzusehen. Guten Abend, Mistake. Wie geht's dir und deinen ganzen Fellnasen? Husky-Ratten, das sind die, die richtig groß werden. Ne, Lucifer? Ah, ne, das waren Hamster-Ratten, die ganz großen. Ich weiß gerade nicht, welche Husky-Ratten sind. Das freut mich zu hören, liebe Rico. Rico. Jetzt hätte ich beinahe tatsächlich... Beinahe hätte ich jetzt tatsächlich... Ich kann kein L sprechen gemacht. Ah! What the fuck? Digga. Ach, das ist einfach nur ein Weg zurück. Ja, GG. Geht schon wieder gut los mit dem Lost-Sein hier, Herrschaften. Das freut mich, Mistake. Alles klar, liebe Rico. Ich hoffe, du hast guten Stress sozusagen, wisst ihr? Und wir freuen uns natürlich jedes Mal, wenn du hier reinschaust, aber mach dir keinen Kopf, wenn es mal eine Weile nicht funktioniert, wisst ihr? This must be a ruin of the metal world. One of the old places. Ich muss bei so Sachen immer sofort an Planet der Affen, damals das Original aus den 60ern, glaube ich, war es, denken. Deizu ist einer deiner Fellnasen und er macht gerade Stress oder was? Mistake. Hast du Internetprobleme, Rico? Hast du deswegen gerade ein bisschen weniger am Streamen, oder was? Twix, ich habe tatsächlich heute, ich bin wieder schwach gewesen. Ich habe leider ein sogenanntes Soft-Getränk neben mir stehen. Ja, ich gestehe meine Schande ein. Ich habe mir zum Shawarma tatsächlich... Soft-Getränk gegönnt. Es ist, wie es ist. Ich bin am Ende des Tages, lordschaftlich wie ich bin, auch nur ein Mensch. Ach, Shinpriku, du bist ja damals kurz, du bist ja umgezogen gewesen. Ich hoffe, auch wenn der Start in Hamburg gerade so schwer ist, ich hoffe, dass alles trotzdem sich halbwegs fügt und du dich dabei trotzdem noch gut fühlst, weißt du? Ach, lol, nice one. Das ist eine echte Katzennachricht. Also, ey, aber das ist ja eine coole Nachricht von deiner Fellnase. Deizu. Deizu oder so, das hätte tatsächlich auch eine Katze mit so einem abgefahrenen Namen sein können. Das hätte auch... Weißt du, was ich meine? Ist ja klar. Vielleicht. Ist ja klar, überhaupt nicht. Oh Gott, ich bin jetzt schon wieder so lost. Ah. Was meinst du mit Zero-Variante? Ach so, ja, Streamer. Ja, in der Zero-Variante. Wegen dem Game dachte ich gerade, hä, Zero-Variante? Aber ja, nein, wegen dem Getränk ist es Zero. Also, nicht Zero, aber Light. Was noch beschissener fast ist. Rico, ich drück dir weiterhin die Daumen, dass es weiter gut und hoffentlich demnächst noch besser läuft. Halt die Ohren steif. Schön, dass du da warst.
Danke, Rico. Ich freue mich auf jetzt schon auf die Ergebnisse, lieber Mistake. Ross said never go in places like this. But I have to find a way out. Wir hatten hier eigentlich alles Planet der Affen, damals das Original gesehen, noch mit, wie ist er? Charles Heston oder so? Mal bitte eine 1 im Chat, wer alles die alten Planet der Affen Filme gesehen hat. Da bin ich echt mal interessiert. Wow, Kyra. Selbst für Leute, die 40 sind, wäre das ein alter Schinken. Das hat damit nichts zu tun. Du alte Altersdiskriminiererin, du. Oha, Twix. Gönn dir. Und sorry zu hören, dass du mit Schlafstörungen zu kämpfen hast, mein Lieber. Oh, da bröckelt die Scheiße. Olo Hotbox gerade, ja? Ah ja. Hier ist irgend so eine Kapsel gewesen. Wie gesagt, den Anfang hatte ich ja damals gemacht. Ich erinnere mich dunkel. Ah, und die Musik ist großartig. Mucke kickt, Baby. Achso, mit L3 kann man übrigens rennen. Warum sagt mir das denn keiner? Snacks, wunderschönen guten Abend. Und da ist deine Kekse dabei. GG, feels good, man. Oh Mann, Kyra. Ich kenne die noch älteren Godzillas Scientists, also die richtig ganz alten Schwarz-Weiß-Dinger. Obwohl, das, ich glaube, die waren nämlich sogar noch vor den. Waren die so aus 50ern oder so? Ach, du hast die Planet von Planet of the Apes, okay. Oh no, Zandolis, he's bad, man. Ah. So, Leute. What's that? Ich bin jetzt ein bisschen weniger. Ich werde jetzt ein bisschen weniger auf den Chat stieren, um euch ein bisschen was zu bieten, Herrschaften. Bitte habt einen Nachsehen. Falls ihr meine Aufmerksamkeit doch braucht, bitte taggt mich. Die Wahrscheinlichkeit, dass ich es übersehe, ist leider immer noch gegeben, aber es erhöht die Wahrscheinlichkeit, dass ich es doch mitkriege. Drücke Dreieck, untersuche das seltsame Gerät. Aber erstmal checken wir, was so abgeht hier rumrum noch. Ah, ich habe vergessen, wie schön dieses Game war. Wow. Press F to pay respect, so sieht's aus. Shiny. Namen Chiva.
Schön, dich zu sehen. Und danke für deinen Host. Wie ist es dir ergangen? Ich hoffe, du hattest ein schönes Wochenende und bist gut in die Woche gestartet. Lights. Everywhere. Oh no, schnell jemand. Jemand muss das Riechsalz holen für Kyra. Schnell. Das war schon beim ersten Mal eine coole Idee und es ist immer noch eine großartige Idee. Es ist echt cool gemacht. Sehr nice. A metal door. Closed. Maybe this device I found can help. How do I get it open? Brandschutztür verstärkt, Verschlussintegrität erhalten. Was? A shape. It's connected to the door somehow. More lights. Hallo Ratti, na du? Oh, nice. Warte, ich will dich scannen. Ratte. Du Ratte. Ich will dich markieren. Hör auf. Sandolis, sie ist zufällig in die Höhle von Batman gefallen. Du freust dich aufs Wochenende, Shiva. Ja, nice. Finde ich gut. Das tun wir wahrscheinlich alle. Mehr oder minder. Bist du ein Geheimnis? Das hat Robin auch gesagt und bei ihm hat es auch funktioniert. Also, weißt du? Patsch, 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 patsch. Elektromagnetischer Sicherheitsmechanismus mit holographischem Standard UI. Interface nicht verfügbar. Codex Nexus, Sicherheitsverschlüsselungsport. Mit holographischem Display. Die Daten zeigen die erforderlichen Einstellungen für Holoschlösser in der Nähe. Okay. Das sagt mir jetzt was? Was? Ich raff's nicht. Ein Fotoshooting der besonderen Art? Was soll ich denn darunter verstehen dürfen, bitte? Ah. It changed color.
door changed color too. It didn't. Oh, Shiva. Ja, dann viel Spaß dabei und Erfolg und so. Twix, ich bin zuversichtlich tatsächlich, dass der zweite Teil auch gut würde. Alles klar, liebe Kyra. Machen Sie das. Oh. Director Evans, flash traffic from USRC. Black Quartz Encryption. I routed the message to your hologram for viewing. Ja, Shiva, keine Sorge, ich habe schon auch von Akt gesprochen. Nein, nein, nein. Und übrigens, selbst wenn es was Pornöses wäre, mein Gott, warum nicht? Ist doch total legitim. Wenn es das ist, worauf du Bock hättest, go for it. What's that? Wir sind ja irgendwie, habe ich gehört, nicht mehr 1950, wa? It's got a device. The one I found. Oh. Noch ein Doda. Aber ein schicker Sessel. Hat sich gut gehalten. Maybe I should check the device. Man sieht gar nicht, wo das Sicherheitsschloss davon ist. Okay. Ich weiß, dass es hier auch irgendwelche quasi Geheimnisse gab, aber ich weiß nicht mehr genau, wie die sich bemerkbar gemacht haben. Man echt so nah ran oder was? Hä? Warum geht das nicht? So nah dran? Hä? Ach, ich muss das Gerät, nicht das Symbol anklicken, lol. Well, happy new year, dear diary. Can you believe we actually celebrated last night? Well, we did. Kind of. Director Evans invited everyone to gather in the community room. Don't know where she got the party hats. That was a ghoulish touch. So there we sit, watching the clock tick down to midnight, and I'm thinking, am I the only one who gets the symbolism of this? It might have been worth it if Skylar had gotten drunk again, but I seem to be a mistake she doesn't want to repeat. So, so. I saw them lining up.
community room. Like cattle in a slaughterhouse, but smiling at each other. Shauna handing out meds, like being alive is some kind of pain to be eased. Well, not me. I don't want to go quiet. I don't want to trail off. I want a period at the end of my life sentence, not an ellipsis. Hell, an exclamation mark. So if that upsets whoever finds this, too bad. I don't know anyone, anything, anymore. Oh. Da hat sich jemand... Okay. Mal gucken, habe ich doch noch irgendwas übersehen? Das war der Kollege. Ne, mehr ist auch nicht. Du hast keinen so einen Pöppel auf der anderen Seite vom Kopf, ne? Oder so? Nein. Beep, 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 beep. Ach, komm schon. Hallo Ratti. Why did they die here? What happened? Seriously? Record our thoughts for posterity? Great idea, Director Evans. Like I haven't done enough for posterity already. Like I wouldn't be here like this if not for posterity. I'm done with posterity. Posterity can go. Oh, echt? Das can go fuck themselves. Das haben wir geschnitten. Ach, Amerika. Nur zum besseren Verständnis, lieber Olo oder allgemein lieber Chat, wenn ich eine Frage einfach so stelle, dann ist es manchmal so meine Gedanken, die ich formuliere, damit ihr wisst, was ich gerade in meinem Kopf vorgeht, damit ihr ein bisschen was mitkriegt, außer dem Game so zugucken. Wenn ich dann tatsächlich eine richtige Frage habe, dann werde ich mich tatsächlich so an euch richten und sagen, lieber Chat, ich stehe hier gerade auf dem Schlauch. Ne? Nur so allgemein als Info, damit ihr Bescheid wisst, Herrschaften. Danke für eure Hilfsbereitschaft dennoch. Ne? Liebe Kara, jetzt habe ich erst gerafft, warum du an den PC gegangen bist. Du bist an den PC gegangen, weil die Schrift so klein ist, ne? Und du trotzdem gerne den Scheiß lesen würdest wollen können, weil ich es auf Englisch habe. Es tut mir leid, dass ich dich aus dem Bett gejagt habe. Okay, nicht nur. Okay. Dann geht's ja. Come, girl. Take my hand.
You don't belong down there. Come. Okay, alles klar, liebe Kyra. Such places are forbidden, Aloy. I fell in. They are of the metal world. What is that on your face? Nothing. Nothing. Ach, wie süß. Did you find it down there? No. No. Give it to me. No. Aloy, such things are dangerous. No! From home, you'll need to know how to survive in the wild. Come, Aloy. I did what you did there, Olo. Starting tomorrow. I see what you did there. Be-de-do. Ah, die Musik ist so großartig. The music is great. To that plaything. Kein bisschen DM. In der Luft rumfuchteln sieht überhaupt nicht bescheuert aus. Never ever. No. The wilds can be dangerous, Aloy. You will need to stay close and do as I say. I know. Das kennt man ja, liebe Kyra. Wenn man über diesen toten Punkt teilweise manchmal ist, dann ist man danach wirklich irgendwie wieder auf einmal wach. I'll show you how to fill it. See this plant over here? It's called Southbrush. Come, gather its berries in your pouch. Good. Now eat the berries. They may taste bitter. But they can save your life. Always keep your pouch full of medicinal berries, flowers, and plants. Where are we? This valley is just a part of All Mother's embrace. Embrace. The Nora tribe watches these lands and keeps out the most dangerous machines. Usually. A wildo Schweino. Ich habe nur 720p. Was? Ha. Huh. Okay, Moment mal. Das ist ja ungeil. Okay. Lass mich mal kurz checken, ob die Einstellungen sich hier verschoben haben. Nee, sollte eigentlich nicht sein. Okay. Herrschaften. Dann machen wir mal Folgendes. Ich starte mal eben schnell neu. Das dauert so maximal eine Minute. Wir sehen uns dann einfach gleich, Herrschaften. Wie gesagt, ich mache einfach nur schnell OBS aus, gehe auf tatsächlich auf 1080 hoch und dann starte ich den Stream wieder. Bis gleich.